Hallo und herzlich willkommen zu Raxelons Novizenschule, heute mit dem Thema Wiki. Ihr werdet es bestimmt öfter mal gelesen haben im Chat. Lest im Wiki. Damit ist im Allgemeinen nicht das Wikipedia gemeint im Internet, sondern das Team-Wiki. Wie man da hinkommt, zeige ich euch jetzt. Zuerst geht man auf die Versammlungshalle, das ist das Gebäude links neben der Zuchtburg. Da, wo jetzt bei mir die 17 Stunden stehen. Da gehe ich drauf auf Team Verwalten und dann habe ich hier oben mehrere Seiten, auf die ich durchblättern kann. Wir können jetzt haben hier das Team, das Wiki, das Wiki. Moment, da läuft's, da lädt es gerade, da haben wir es doch schon. Das ist das Wiki. Schaut bitte oben in die Leiste. Das, was jetzt gerade orange leuchtet, ist die Wiki-Seite. Jedes Team kann sich ein eigenes Wiki zusammenstellen. In einem guten Team gibt es sowas, in einem weniger aktiven, schlecht. Ich befinde mich derzeit in einem Ausbildungsteam, wollen wir es mal so nennen. Und da hat man natürlich ein entsprechend gutes Wiki. Wir nehmen jetzt das Ankh-Morpork-Wiki. Warum das so heißt, spielt momentan keine Rolle. Aber ich habe es extra als Pflichtlektüre hingeschrieben, denn hier ist so ziemlich das Wichtigste drinne. Außer der Spaß. So, hier hat man die einfachen Teamregeln im Normalfall. Und dann kann man sämtliche Sachen hier nachlesen. Unter anderem, wie man, wie, was sind Kriegen, was sind Kriege. So. Aber dazu später dann mehr. Ich habe auch schon ein paar Sachen dazu verfasst. So. Brutplans, Clans, PvE-Events, PvP-Events. Das sind alles so Sachen, die sollten in einem Wiki drinne stehen. Hier haben wir sogar einen Discord-Link. So, wir gehen jetzt mal auf Leadership. Denn da habe ich die Novizenschule reingebracht. Dann kommen wir auch gleich. Wofür ist das Team-Wiki? So, das Team-Wiki ist eine Möglichkeit, den Mitgliedern eines Teams die Regeln desselbigen zu erläutern und ihnen Wissen über das Spiel zu vermitteln. Wofür ist das Team-Wiki? Im Team-Wiki findet ihr alles, was ihr für einen gelungenen Start ins Game braucht. Ihr müsst es nur lesen. Bin ich auch der Meinung. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Wer nicht lesen kann, dem lese ich das hier anscheinend gerade vor. Es ist sehr viel Information auf einmal, also teilt es euch ein bisschen auf, damit euch der Kopf nicht raucht. Minibande versucht euch zu vermitteln, wie ihr ordentlich baut und züchtet, damit ihr effektiv nicht nur groß, sondern auch stark werden könnt. In dem Fall stark werdet. Oh, es ist gut, ist egal wo. Headbase, das habe ich euch gerade gezeigt. So, jetzt ist es natürlich wichtig zu wissen, was mit nicht nur groß, sondern auch stark heißt. Man kann sich in einem Spiel wie diesem sehr leicht überleveln. Das heißt, man ist Level 200, kann aber aufgrund der schwächeren Drachen, die man hat, weil man irgendwas vergessen hat, nur bis Level 100 angreifen. Das ist blöd. So. Da es sich wirklich nur um Lektion 1 handelt bei diesem kleinen kurzen Video, wir gehen jetzt wieder raus. Also nochmal, wir gehen auf die Versammlungshalle, Team verwalten. Der dritte Reiter von links, Team Wiki. Und dann kann man hier anschauen. Wenn denn sowas steht wie Pflichtlektüre, sollte man das durchaus lesen. So. Ich hoffe, ihr habt wieder was gelernt. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann schreibt einfach mal in den Kommentaren oder macht einfach mal einen Daumen hoch. Ich freue mich wieder von euch zu hören. Tschüss.